Hey Kinders! So, ich muss euch sagen, ich bin ja leider immer noch krank, zu nichts zu haben, aber um hier eine Ordnung zu schaffen, das geht halt immer, ne? Dafür habe ich mir nämlich was bestellt. Bei Amazon in so einem Shop, der hieß Diome oder Diome? Keine Ahnung. Ich verlinke euch das unten auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich zwei richtig schniege. Ach, die heilige Grüne. Schniege Badregale gekauft. Ja, Badregale gekauft, weil mein Ständer, ich zeige ihn euch gleich mal, der ist ganz schön, ne, oldschool. Also so sehen die Dinger aus. Es soll ohne Schrauben funktionieren. Jetzt hier so ein Kleber oder ein Sticker. Ich hoffe bei Gott, es hält. Ich könnte es wohl auch notfalls schrauben, aber ich habe ein neues Bad, das findet mein Vermieter nämlich nicht so gut. Ich hole mal kurz die Zusatzteile. Ah, guck mal. Also es wäre auch was zum Schrauben dabei. Ach nee, ich glaube, man kann da noch so was zum Anhängen ran machen. Man muss das jetzt mal angucken, ne? Auf jeden Fall waren sie grau, sie waren schön, sie haben mir gefallen und das war alles. Ja. Und das soll das ankleben. Ich bin gespannt. Ich hoffe, weil ich das andere Ding jetzt entsorge. Wenn das nicht hält, habe ich ein tierisches großes Problem. Da muss ich mich sehr reduzieren. Aber let's go ins Bad. Sind wir mal ehrlich, wie es ist. Mein Klebehaken hat schon Abdüser gestern gemacht, weil es für zwei Bademäntel war wohl nicht gedacht. Ich klebe den hier einfach mal wieder ran. Aber ihr seht, es gibt Produkte, die halten, es gibt welche, die nicht halten. Diese halten übrigens ewig, die sind auch nur geklebt. Aber jetzt zeigen wir euch mal das Prachtstück. Komm, wollen wir mal ganz ehrlich sein, ein bisschen Reality. Das Kind hat gestern gebadet. Hier schaut es aus, als hätte ich hier irgendwie einen Kosmetiksalon, irgendwie weiß ich auch nicht, laufen. Ja, und das Teil, ich sage euch, wie es ist. Rostet schon. Es ist uralt. Das hatte ich schon in meiner alten Wohnung. Ich habe nur nie einen entsprechenden Ersatz gefunden. Also das müsste jetzt alles erstmal ausräumen, abbauen und ich würde mal sagen putzen. Ne? Könnte man ja mal zum Anlass nehmen. Vielleicht könnte ich auch direkt mal ein bisschen aussortieren. Also wenn ich mir die Rasiererfront da ansehe und so. Alter, ist das verrostet. Ich hoffe, ich kriege das hier ins Ohr. Na komm, ich räume erstmal alles ab. Ich meine, das kann gleich in die Aufgebrauchtschublade. Das ist, was ich gerade benutze. Das könnten wir auch mal sauber machen. Hier mein Rasierer. Ich glaube, der hat seine besten Tage hinter sich. Der hat gar keinen Aufsatz. Der hat auch seine Tage hinter sich. Und der auch? Schön. So macht das doch richtig Spaß. Das ist Ricks. Das kann ich nicht einfach wegtun. Oh, diese ganzen Pflegeprodukte, ich flipp aus. Ach Mensch, hier ist noch was für die Aufgebrauchtschublade. Seht ihr wohl bald einen Aufgebraucht, hör mal. Oh, mein Olaplex. Das benutze ich auch nicht mehr, Leute. Ich sag euch, wie es ist. Ich bin einfach kein Scrub-Mensch. Der könnte mal gewaschen werden, würde ich sagen. Das ist ja wohl auch leer. Leute, dieses Zeug, ne, das wollte ich euch schon 100-mal vorstellen. Es ist wundervoll, es entfernt Make-up und alles, ne? Aber diese blöde Verpackung, die musst du immer wieder hochziehen, um sie dann drücken zu können. Ich verstehe nicht, wer das erfunden hat. So, die Barbies können mal irgendwie trocknen. Ich hole mal ein Handtuch, Halleluja. Warum muss man eigentlich vorher immer so ein riesen Chaos machen? Hier ist anscheinend was drin. Ist auch schon fast leer. Die habe ich aus dem Schwarzkopf-Store genommen. Okay, wenn man so penetrant schnell ist wie ich, dann wird man auch nie fertig. Ich schmeiße das jetzt alles mal hier rein. Um Gottes Willen. Soll er da oben hin? Ich sag mal so, Gott sei Dank hat mein Kind eine Babyborn-Badewanne, weil die da oben auch ganz gut steht. Alter, ihr seht das schon hier, wie rostig das Teil ist. Das ist ekelhaft. Gut, ich weiß gar nicht, wie ich das abkriege. Komm, ich nehme euch einfach mal mit. Ich meine, schlimmer geht's nimmer. Ich weiß gar nicht, ob man das hier so... Ach du Heilige, ich weiß gar nicht, wie ich das da reingekriegt habe. Oh. Ja, da sieht man auch, da oben an der Ecke ist noch weiß. Ach du Scheiße. Ja... So geht's doch. So, ich würde mal... Boah, habe ich da jetzt einen weißen Fleck? Was? Manchmal schäme ich mich auch vor meinem Dreck, ne? Ja, seht ihr da oben den weißen Fleck? Ja, ich habe das hier ein bisschen verrußt, weil ich dachte, das wäre eine voll tolle Idee, diese Kerze hier immer anzuzünden.
Love my life. Hier unten, es ist auch hart eklig. Also Leute, ich hole erstmal das Putzmittel, dass ich hier erstmal die Fronten wische, weil ich glaube, man kann nur irgendwie auf sauberen Untergrund was anbringen und ich glaube, die haben es einfach nötig. Aber hey, komm, die spiegeln sich noch. Mein Schwamm fragte mich gerade, ob er jemals diese Fliesen schon mal gesehen hat. Ich glaube nicht. Ja gut, du kommst halt auch nicht ran, wenn da so ein Regal ist, ne? Sagen wir mal ganz ehrlich. So, die Dusche hat jetzt einen Zustand erreicht, dass man hier auch wieder sauber werden kann beim Duschen. Das ist doch schon mal schön. Jetzt kümmern wir uns um die Regale. Ich gucke mir jetzt erstmal an, wie ich die anbaue. So, hier steht geschrieben, dass sich diese Sticker, also die Sticker sind dafür da, dass es nicht von der Wand fällt. Das ist ja schon mal sehr herzlich willkommen bei mir. Ich dürfte das Produkt allerdings erst 72 Stunden nach dem Auftragen benutzen. Jetzt hoffe ich, dass ich die jetzt hier ordentlich abgetrennt kriege. Vielleicht sollte ich, ich weiß den aber nicht. Free Nail Glue, wofür die da ist, das steht hier nirgendwo beschrieben. Vielleicht, falls die Sticker nicht ausreichen, ich weiß nicht. Müsst ihr mir jetzt erstmal die Höhe überlegen, aber ich finde es hier und dann da oben noch eins. Also hier über und dann da unten. Oha, das passt, glaube ich, nicht in die Ecke. Ha! Meine Wände sind schief, Kinder. Nein, tolle Kinder. Dann eher da. Na, da habe ich mir ja was bauen lassen hier, ne? Naja, einen da unten, einen da oben oder einen hier. Ja, ich glaube, ich mache es da oben, dann kommt das Kind da nicht ran, kann ich ziehen, das schon mal gut. Also, da wollen wir mal versuchen, hier die Sticker aufzukleben. Ach, das mit dem Licht hier ist ja schon ein bisschen schwierig. Machen wir mal Vorhang vor. So, besser dunkel als hell. Oh, das liebe ich ja, Sticker abziehen, ne? Kennt ihr das, wenn die Kinder so Sticker haben, die einfach schlecht sind? So, was ist denn jetzt hier die klebende Seite? Ich hoffe, das ist Alu. Ja. Ah. Okay, kleben wir das hier mal auf. Ach du Scheiße, bloß nicht anfassen. Naja, Beden schief, ne? So, wo ist der zweite? Also kann ich da jetzt ja noch gar nichts draufstellen, sondern erst übermorgen. Bedeutet, ich habe erstmal 2 Tage Chaos. Na toll. Gott sei Dank habe ich ja noch mehr Boxen gekauft letztens. Wir müssen die ganzen Badezimmerprodukte da erstmal rein. So, jetzt habe ich es aufgeklebt. Da kriege ich mal einen Nervenzusammenbruch, wenn das nicht hält, ne? So, und jetzt müsste ja hier noch eine Oberfläche abzuziehen sein, oder? Oder? Hä? Eine Anleitung wäre schöner. Mir fehlt die Anleitung. Aha, na gut, ich friemel das hier mal ab. Ich liebe mein Leben, ich habe alles falsch gemacht, was man nur hätte falsch machen können. Diese Sticker, wenn man nämlich genau liest, steht da, after 72 hours, you can remove it. Das ist dann eigentlich nur noch ein Zusatz halt. Also da hat hier gar nichts drauf zu suchen, der Kleber. Natürlich, man muss es mit diesem Kleber tun. Oh, Chrissy. Kann ich den Scheiß da wieder abreißen? Na gut, jetzt ist da ja schon ein wenig Klebstoff drin in dem guten Stück, ne? Ich glaube, das kann man dann einfach nur zum Fixieren, bis der halt nach 48 Stunden komplett getrocknet ist. Bedeutet für mich, ich werde heute nicht duschen und morgen auch nicht, weil, ich meine, wir haben morgen Kindergeburtstag. Wer da nicht stinkt, der hat verloren, ne? So, machen wir es jetzt nochmal mit dem Kleber. Ist eigentlich eine ganz einfache Laube. Ich habe mir nämlich die Anleitung da durchgelesen, also zumindest mir angeguckt, wo ich es bestellt habe. Und die haben einfach viel, hilft ja bekanntlich viel, das nehme ich mir auch zu Herzen. Weil ich habe ja auch viel Kosmetikzeug, ne? Darf man ja nicht verkennen. Daran wird es dann aber nicht liegen, wenn es nicht hält, da bin ich mir ja ganz sicher. So, und das pressen wir jetzt hier an die Wand ran, ne? Ich nehme euch mal ein Stückchen mit. Ich meine nicht, dass der Kleber hier gleich trocknet. Oh Gott, jetzt weiß ich schon wieder nicht die Höhe, Kinder. Gut, dass ich die Wanne geputzt habe, dann kann ich auch nicht reinsteigen, geil. Okay, das ist eine schwierige Angelegenheit. Ich sage euch, wie es ist. Als
Jetzt weiß ich nicht, wie lange ich das daran drücken muss. Ich hoffe, das ist ein Sekundenkleber. Ah, und wahrscheinlich nutzt man jetzt diese hier, damit das aushärten. Ach du Scheiße. Ach Scheiße, ich habe die falsche Höhe genommen. Das könntest du vergessen, weil es einfach diese Wände schief sind. Nur an einer Seite kleben kann. Ich nehme jetzt mal noch mehr Kleber und ich suche eine Position, wo es auch wirklich reinpasst. Das habe ich mir so schön einfach vorgestellt. Klar, alte Wohnung, kann das nicht so einfach gehen, ne? Habe ich nicht noch das andere hier? Nein. Machen wir das nochmal hier. Das könnte schon eher was werden hier. So. Ha! Ja, schade, Schokolade. Da sehen wir mal, ne? Push am Bau, sag ich euch. So, ich habe jetzt einfach nochmal den anderen Sticker dazu genommen. Jetzt hält das auch bombenfest. Ich habe da nochmal Neukleber drauf gemacht, weil durch das ganze Geschiebe, das war nicht schön für das Regal. So, mache ich jetzt hier oben eins hin oder lasse ich es einfach da unten? Ist halt eben so die Frage der Fragen, die man sich so stellt in so einem Alltag, ne? Komm, aber wir sind ja Profis, wir machen da oben noch eins. Ich gucke erstmal, ob es. Seht ihr das? Es ist einfach, ich kann das hier so wackeln. Es ist einfach schief und krumm gebaut hier. Ich habe wahrscheinlich hier eben die einzige Lücke gefunden, wo es passt. Aber auch hier. Oh, das ist doch. Oh. Also doch hier hin. Dann ist es halt eins da unten und eins da oben symmetrisch, hat damit nichts mehr zu tun. Aber ich meine, das Regal kann nichts dafür, dass hier so alles schräg ist, anwenden. Ne? Kleiner Fun Fact, wir haben nämlich letztens auch bei der Kleinen ein Regal im Zimmer angebaut mit Wasserwaage. Das war denn so. Also haben wir es ja, gerade gemacht, wie es gerade aussieht zum Boden. Der Boden ist halt auch so. Die Wasserwaage war dann so. Das Regal war aber gerade. Sieht gerade aus, ich kann euch das gleich mal zeigen. Ist der Wahnsinn hier in dieser Wohnung. Aber gut. Hier unten muss ich das dann jedenfalls nicht so doll kleben. Das sieht schon extrem kacke aus, der Abstand. Aber was soll ich machen? Na, vielleicht einen kleinen Ticken höher, dass man da unter... Oh ja, das könnte also minimal nur. Könnte man da jedenfalls auch mal wischen. Okay, Kinder, macht nicht so ein Schweinkram wie ich, den Kleber da wieder abzukriegen. Das war hart. Also ist aber schon mal ein Zeichen dafür, das Klebbombenfest. Ah, gut, jetzt muss es direkt richtig positioniert werden. Okay, ich werde jetzt nicht mehr atmen. Ich laufe jetzt einfach schnell weg und hoffe, dass es trocknet. Das ist schon recht gut angetrocknet, aber bei dem, ein heftiges Drama. Ich habe auch genau nichts, was da unterpasst, damit es das stützen kann. Das sieht nur so aus, es tut es aber nicht. Nicht mehr atmen. Wir sehen uns morgen. In der Zwischenzeit kümmere ich mich dann doch mal um das Chaos, was ich hier so angebahnt hat. Ich überlege, diese Kleber noch zu behalten, aber die werden sicherlich bis morgen austrocknen. Also, ach, bringt das auch nichts. Wundervoll, wie findet ihr das vorher nachher? Jetzt haben wir hier Chaos, nicht Spaß. Ich lasse das mal trocknen. Ich zeige euch die Tage jetzt nochmal das Endergebnis. Ich werde hier nochmal durchwischen und so weiter, ne? Und hier nochmal ein bisschen weiter aufräumen. Aber irgendwo müssen die Sachen jetzt ja erstmal stehen. Ich habe nur das Gefühl, ich habe gerade mehr Chaos gemacht. Also, Freitag habe ich das Ganze gemacht. Heute ist Sonntag. Es hält schon mal, ne? Das ist ja schon mal super. Ich werde jetzt mal diese Dinger hier entfernen und hoffe, ich habe noch zusätzlich diese beiden da reingemacht. Just for the safety, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich die Dinger wieder abkriege. Ich hoffe, das hält, Leute. Wir sind eigentlich auch so kurz vorm Losgehen. Also wenn mir das jetzt ja alles runtersegelt, dann drehe ich durch. Okay, scheint gut auszusehen bislang. Ich mache mir gleich nochmal den Härtetest. Oh. Okay, das Regal hält. Ob es jetzt auch noch was aushält? Weil, oh, hier ist übrigens mein Putzzeug. Das suche ich schon die letzten zwei Tage. Wollen wir mal austesten. Okay, machen wir das obere auch. So, Wahnsinn. Ich bin happy, bin ich. Wahnsinn. Ich habe mir jetzt auch angewöhnt, also ich benutze Shampoo und Spülung von dem jetzt erstmal zu Ende mit einem Duschschaum. Der ist auch quasi leer. Ihr seht das, ne? Und ich habe mir schon mal einen Ersatz hingestellt, aber ich will die Dusche nicht mehr so voll haben. Spülung habe ich hier unten bei der Kleinen. Die hat diese drei Produkte und Rick die beiden. Und ja, ich bin happy. Was sagt ihr? Also ich meine, zwischenzeitlich habe ich daran nicht mehr geglaubt, aber es ist Wahnsinn.
Ich verlinke euch die mal. Bin ganz begeistert. Hätte ich nicht gedacht. Hat 2 Tage Nerven gekostet, weil ich immer dachte, oh Gott, das kann doch nicht halten. Aber es hält. Und ja, das ist mein neues Bad. Ne? Oder Dusche. In diesem Sinne, ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Mal, Kinder.